Fortsetzung mit den Bruchstücken, sprunghaften Aphorismen. Es kommt darauf an, ob es funktioniert, ob es was verändert. Man kann nicht in Therapie, weil alle Erklärungsmodelle der Welt nicht hinreichen. Von jeder Seite fehlt etwas. Man muss alles verwerfen und seine eigene Welt bauen. Und funktioniert das nun? Verändert das was? Mal sehen, was ist das überhaupt für eine Frage? Was hat sich da zu verändern zu haben? Man muss gar nichts verändern. Der Anspruch ist schon ein Zugzwang, der Passage al Akt. Wahrheit kann es nur sein, wenn es funktioniert, wenn es was verändert, sagt Satguru. Wahrheit, die heilt oder unsterblich macht, kann nur diejenige sein, bei der die Vorstellung mit dem Realen so übereinstimmt, dass man sich nichts mehr vormacht, dem Realen sich stellen. Aber die Menschen, die lange leben, machen das immer nur aus einer einzigen überzeugten Glaubensposition heraus. Tatsächlich jubiliere ich trotz Krankheit, seitdem ich alle Hoffnung habe fahren lassen und mit dem Realen so übereinstimme, dass man da mitspielen kann mit diesen Idealtröstungen, dass man da mitstopsen kann, das Spiel von Katz und Maus zulassen kann, aber ohne Anspruch, da irgendetwas mehr bewirkt zu haben, als einen kleinen Finger gehoben zu haben. Intermittierendes Fasten, Denken, Nichtdenken, Gehen, Arbeiten, Denken, Schlafen. Um 48 Tage an einem Stück zu meditieren, muss Buddha 7 Jahre lang vorher herumgelaufen sein durch alle Positionen der Auslaugung. Alles Angst und deren Gegenreaktionen, Freude, Lust. Wie mit der hochkommenden Angst fertig werden, ohne sich durch Betäuben durchlaufen, sich dennoch der Wahrheit zu stellen zu können. Wie das Tödliche in der ersten Autochtonebene verworfen wird, wie das Tödliche in der zweiten Spaltebene verworfen wird, wie das Tödliche in der dritten Symbolebene verworfen wird. Angst, sich nichts vormachen, wozu sich dem Grauen, dem Unausweichlichen stellen, in den drei Verwerfungsebenen. Wozu sich auch nicht zu stellen, man kann sich da gar nicht stellen, es ist unausweichlich. Das Blatt, das im feuchten Teer am Boden umgefärbt liegt, in den verschiedenen Farben, sagt sich, aber wenigstens habe ich viele schöne Sonnentage, nein, das sagt sich nicht, Sonnenwärme, Sonnenblendlicht genossen, eine ziemlich lange Zeit. Wozu sich dem Grauen, dem Unausweichlichen stellen, diese unendliche Arbeit auf sich zu nehmen? Wozu? Für die Welt, deren Erwachen? Lächerlich. Die Welt will überhaupt nichts wissen von Erwachen. Für die eigene Pharma in der diachronischen Erinnerung? Auch lächerlich. Das bedeutet ja nur, im Hades nicht so schnell verblassen zu können, der arme Aristoteles. Für die paar wenigen annähernd begreifenden, verstreuten, in irgendwelchen Ritzen verborgenen, noch am ehesten.